Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ellerbach RP. Ja, uns ist leider der Server abgeschmiert. Wir mussten jetzt hier einen neuen starten und haben jetzt hier alles so weit wie es geht, wie vorher gemacht. Also nicht wundern, wieso etwas anders ist. Aber wir starten natürlich hier in Folge 3 ganz normal rein, wie wir vorher aufgehört hatten. Und zwar ist da hinten den Acker jetzt auch fertig gemacht. Und jetzt hier mit dem Feuerwehr schon mal angefangen. Und ja, ich würde jetzt hier erstmal mal die eine Bahn jetzt probieren und dann erstmal mal ein paar Maschinen zum Hof fahren. Weil das nervt ziemlich, wenn dann die ganzen Sachen am Händler rumstehen. Ich will nicht, dass der Spinner dann da schon wieder kommt und wieder Randale schiebt. Weil er nicht in seine Maschinen kommt oder ich seine Maschine irgendwie. Und dass er dann wieder sein Kackgeld da verlangt. Das kann er vergessen. Ist auch ganz gut, dass der woanders wohnt. So, man, nicht so viel Stress. So. Wir fahren jetzt hier mal ganz kurz nochmal in die andere Bahn, würde ich sagen. So. Motor aus, Tür auf. Tür zu, aber dort. Huch. Sorry. So, dann renne ich nochmal kurz zu meinem Deutz und dann fahren wir nochmal ein paar Geräte zum Hof. Schon die Tür ist ja hier unten. Ach, schöner Sound. Oh, der Münster-Typi. Der Otto, der scheint hier nirgendwo weit und breit zu sein. Das ist ganz gut. Brauche ich meine Ruhe. Ich würde jetzt erstmal den Gruber und Me Gruber, ne. Was laber ich? Die Mähwerke würde ich jetzt direkt zum Hof bringen. Anhänger sind ja schon am Hof. Gruber haben wir am Mähtrag. Oder nehme ich erst die Drille? Nein, nehme erst die Drille. Steht noch satt, ich kann mir das nehmen. So, mal schauen. Auf jeden Fall brauche jetzt vom Händler noch mal ganz kurz ein Gewicht. Ich mach das. Ist eigentlich ein Heckgewicht, aber wir nutzen es jetzt mal als Frontgewicht. Ob der geht jetzt nicht zu sehr in die Knie? Nee. Passt, alles gut. Der Deutz hat zwar nicht genug PS, um hier die Driller anzutreiben, aber macht er nichts. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht in die Knie geht. Nö, geht sogar. Ich frage, wie viel Saatgut jetzt hier reinpasst. Kommen mal zwei Big Packs. Ja, zwei müssten reinpassen. Ja, perfekt, genau zwei. Dünger geht hier glaube ich nicht rein, ne. Schade, dann müssen wir mit dem Düngerschleuder dann drüber fahren. So, und jetzt wird es nur abenteuerlich, hier mit ordentlich zum Hof zu fahren. Ja. Mensch, Kollege! Sag mal, hast du immer alle Latten am Zaun oder was? Ja, das ist so zum Kotzen. Ja, jetzt haben wir hinten im Feldweg hier mal Freifahrt. Rein theoretisch könnten wir jetzt auch schon direkt drillen, aber man hätte auch mit Kreiselegge und dann mit der Drillen direkt hinten dran mit der 3 Meter, aber na, lieber nicht.
Wer ist denn das da hinten? Oh nee, nee. Nee. Das ist nicht sein Ernst, dass der jetzt da ist. Oh nee. Das ist nicht sein Ernst, dass der hier hinten sich jetzt Felder kauft. Schau ab. Du Lie, ey. Das kann doch jetzt nicht der sein Ernst sein, ey. Und jetzt nur kurz gucken, ob ich hier überhaupt durchpasse. Oha! Oha! Ich würde gerade sagen, Arsch auf! Ja, dann muss man schon ordentlich fahren. Ja, Leute, ich fahr mal kurz hier. Wieso steht hier sein Pickup? Sag jetzt nicht, der hat den Hof hier. Oh nee. Das wird mir zu bunt, ey. Nee. Wehe, der hat den Hof hier jetzt. Hier rückwärts könnte man eigentlich fast gut reinstellen. Muss ich mal schauen, ob man da vielleicht irgendwann unser Auto mit Anhänger oder so vielleicht rückwärts reinrangieren. Oder, ne, da könnte ein guter Lagerplatz für unsere Eier sein. Und vielleicht könnte man ja unser Auto oder irgendwas da hinstellen. Mal schauen. So, ich pack jetzt erstmal hier die Brille. Jetzt. Ach Mist. Hinter Dach. So. Ich sag's mal so, der Hof ist jetzt nicht der größte, aber wir brauchen ja auch nicht so viel Platz. Ja, Leute. Da seht ihr wieder. Er kann auch was durch die Gegend fliegen. Aber wahrscheinlich der Himmel verzaubert. Ist der wahrscheinlich auch dran schuld. Zum Glück eine alte kleine Gabel. So, der MB-Truck bleibt erstmal auf dem Acker. Ich habe eigentlich Lust, jetzt mit dem Deutschen um ein bisschen rumzukurven und noch die Sorgen abzuholen. Ah, hier, wo es hier so rückwärts reingeht, ist eigentlich nicht schlecht. Können wir kurz gucken. Eigentlich gehört es nicht zu seinem Grundstück, oder? Also ein schöner Holzlagerplatz. Könnte man eigentlich gut irgendwie was rückwärts reinrangieren. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, dann, was wir da rückwärts reinfahren können. Ja, bisher war der Hof ja ohne Besitzer. Ich hoffe nicht, dass der ihn jetzt übernommen hat, aber es scheint so. Wendet aber auch immer, dann macht man halt einmal Vorgewende mehr, aber nee. Der Typ, die wendet dann halt, ja, die war auf dem Weg. Aber meine lieben Freunde, ich werde dann auch offscreen noch etwas an Geräten kaufen. Ich denke mal, ich werde dann die Geräte schon mal kaufen oder so und dann in der Aufnahme ein paar zum Hof noch fahren. Oder vielleicht auch das ein oder andere offscreen mal schauen.
Das sieht man dann alles. Wollte ich eigentlich gerade noch Wein ziehen, aber schauen. So, meine Lieben, jetzt müssen wir mal schauen, was hier so Phase ist. Anhänger haben wir. Flug. Erstmal noch nicht. Grobe Seemaschine. 1,5 brauchen wir nicht. Spritze brauchen wir auch erstmal nicht. Düngerstreuer können wir dann nachkaufen. Mähtechnik haben wir. Jetzt können wir noch einen Schwader holen. Wender. Ich mache sowieso kein Heu. Ich mache nämlich erstmal keine Tiere. Ich weiß noch nicht, ob wir welche machen, aber ich glaube eher erstmal nicht. Ladewagen könnte ich mir noch einen holen. Weil das ganze Stroh, was wir dann bei der Ernte machen, da werde ich dann wahrscheinlich das einsammeln und verkaufen wollen. Ich habe auch noch vor, mir so einen kleinen Hobbyträger noch zu holen. Entweder, wie gesagt, entweder wird so ein kleiner Eicher oder es wird ein MAN. MAN ist auch was ganz Schönes. Mal kurze Real Life Story. Wir haben bei uns zu Hause im Real Life auch einen MAN 4P1, deswegen würde ich feiern, wenn ich so einen haben würde. Bei mir auf dem Hof, aber mal schauen. Eicher und so ist auch ein schönes Ding. Vielleicht auch noch Hanumarkt. 140 PS, mal schauen. Na ja, jetzt so, wo er nur in seiner Karre sitzt und hier ackert, da scheint er ganz ruhig zu sein, aber wenn er das nächste Mal aussteigt oder so, dann gibt's dann was mal. Mist, ich hätte den Frontladergerät mitnehmen können, ja egal. Muss ich halt gleich nochmal. Ich fahr eh noch das ein oder andere Mal mit dem Deutz hier. Der scheint auch mal fast fertig zu sein. Hauptsache, geht er uns nicht im Sack. Wer hier erntereif das Gras, will ich auch direkt anfangen zu mähen. So, hier. Ja, der hat noch gut zu tun, fährt dann jetzt in der Trocke. Macht er denn da? Also sein Prinzip braucht man nicht verstehen. Jetzt fährt er einmal quer. Also der hat doch manchmal echt eine Macke, ey. Naja. Lass ich ihn mal machen. Vielleicht könnte man unsere Mähwerke noch etwas reinstellen, aber ich weiß nicht, ob man das rechtlich darf, weil das gehört zu einem Grundstück. Und wenn der Trottel jetzt hier das gekauft hat, naja. Dann will ich das auch nicht unbedingt. Das gibt das noch mehr Ärger. Alle bei hier erstmal für Gott. Reinfahren. Sollst du mal kurz wenden und dann reinfahren. So ordentlich muss ich jetzt ja auch nicht stellen. Aber meine lieben Freunde, das soll es erstmal gewesen sein für die dritte Folge Ellerbach RP. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich wie immer sehr darüber freuen. Und schaut auch gerne beim Otto vorbei, Landwirtschaft am Oderwald Gaming Kanal.
wenn ihr es aus seiner Sicht sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.